Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und hier geht's weiter in Old World. Hallöchen. Wir stehen immer noch in Ägypten mit unserer, ja nicht der gesamten, aber unserer Hauptarmee. Und wie es aussieht, stehen wir tatsächlich kurz vor dem Sieg der Partie. Wir haben aktuell 60 von 66 Siegpunkten. Und wir haben aktuell eine ägyptische Stadt besetzt, Paretonium. Vermutlich wird uns das 3 Siegpunkte bringen, weil das eine mächtige Stadt ist. Und die nächste ägyptische Stadt, die wir besetzen, egal welches sein wird, entweder Memphis oder Alexandria, wird uns vermutlich 4 Siegpunkte bringen. Dann hätten wir tatsächlich gewonnen. Denn Memphis und Alexandria sind beide legendäre Städte. Das sieht man hier in der Punktestatistik. Geben beide 4 Punkte. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Kulturstufen erhalten bleiben, wenn man die Städte erobert. Aber selbst wenn beide eine Stufe sinken würden, dann hätten wir zwar nur 5 Punkte bekommen. 5 Siegpunkte. Aber eine unserer Städte steht kurz vor dem Aufstieg zur nächsten Kulturstufe, nämlich Gelonus. Da würden wir in der nächsten Runde mächtig werden, hätten 1 Punkt mehr. Und dann hätten wir die beiden, die 6 Siegpunkte, die uns fehlen, auf jeden Fall erreicht. So, dann würde ich sagen, kümmern wir einfach uns jetzt mal um das Erobern hier. Und wir können die Städte unmöglich erobern, ohne die massive ägyptische Armee hier noch ein bisschen zu dezimieren. Wobei sie so massiv halt nicht ist. Die Haupteinheit der Ägypter ist der Milizsoldat, Suchen. Das ist eine Early-Game-Einheit, die kann man direkt am Anfang bauen. Und da haben sich die Ägypter leider darauf verlassen, ihre gesamte Armee daraus aufzubauen. Die einzigen guten Einheiten, die Ägypter haben, ist hier einmal dieser Speerkämpfer. Dann gibt es hier den Bogenschützen und hier oben gibt es einen Keulenkrieger. Alles andere ist völlig veraltet oder sind Arbeiter. Und ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, warum das so ist. Denn für fast alle modernen Einheiten, die man bauen kann, braucht man Holz. Und wenn man sich mal hier anschaut, was Ägypten nicht hat, dann ist das Holz. Ja, der KI-Nation ist hier leider nicht gelungen, eine Holzquelle aufzutun. Sie haben hier ein paar Haine, ein bisschen Unterholz gibt es. Das gibt immer nur 10 Holz, wenn man das erntet. Kann man aber kein Sägewerk drauf bauen. Und somit konnte die KI-Nation dann leider nicht damit umgehen. Das ist die Schwierigkeit auch als Ägypten, die Hauptschwierigkeit, die man hat. Dass man sich tatsächlich um eine vernünftige Holzquelle kümmern muss. Hier gibt es ein bisschen Holz, ein bisschen Gebüsch. Ansonsten hätte die KI-Nation tatsächlich nach Zypern sich ausdehnen müssen. Da gibt es auch ein bisschen Holz, aber wir sehen, da ist Hatti. Deshalb musste die KI-Nation jetzt hier leider die völlig veralteten Milizsoldaten bauen. Gut, die beste Militäreinheit, die sie haben, ist hier dieser Speerkämpfer. Und da ist auch die Königin selbst als Generalin aktiv. Es besteht eine Chance, wenn man gegnerische Einheiten tötet, auch den General festzunehmen. Das ist keine 100% Chance, aber doch so groß, dass ich jetzt gerne versuchen möchte. Leider ist sie Strategin. Und als Strategin gibt es die Spezialfähigkeit, dass man Einheiten, die man angreift, betäubt. Und das hat sie hier mit unserem Phalangiten getan. Deshalb können wir mit diesem Phalangiten jetzt erstmal nichts tun. Und bei Strategen ist es auch so, dass sie, wenn man sie angreift, Gegenangriffe ausführen im Nahkampf. Das ist ein bisschen blöd, aber ich habe hier mal so schon mal ein bisschen durchgerechnet, was ich mache. Und es gibt hier eine schöne platzierte Langbogenschützen, die wir haben. Der macht im Fernkampf 8 Schaden. Schießen wir schon mal drauf. Und jetzt haben die noch 11 Leben. Und da würde ich gerne einen von diesen beiden Phalangiten aus unserer Reihe hier rausholen. Entweder den oder den. Das Problem ist, wir müssen die dann hier hinschieben. Und damit steht er sehr exponiert und in einer sehr leicht anzugreifenden Position. Das ist dann halt so. Das nehme ich aber in Kauf. Ich möchte gerne den Speerkämpfer in jedem Fall töten und vielleicht die Königin gefangen nehmen. Schauen wir mal. Aber leider
passiert nichts. Na gut, okay. So, den Streitwagen möchte ich gerne zurückziehen. Den würde ich gerne mal heilen, wenn wir dann hier diese Shadow Robot haben. Sonst stirbt er noch. Außerdem würde ich gerne unsere Fernkampfeinheiten, Belagerungseinheiten in die Front werfen. Jetzt sehen wir aber hier, dass ich den Streitwagen etwas ungünstig platziert habe. Können wir den noch ein bisschen ziehen, ja. So, hier dann. Ah, das ist ein schwerer Streitwagen. Ich dachte, das wäre auch noch eine Balliste. Okay. Ah, dann können wir den schweren Streitwagen aber hier hinpacken, da wo der Phalangit vorher stand. Nein. Ach, wir hätten den hinpacken können, wenn wir den anderen Phalangiten zum Angreifen genommen hätten. Dann könnten wir sogar hier 14 Schaden an dem Bogenschützen machen. Moment mal kurz. Ich mache das alles nochmal rückgängig. Alles geht zum Glück. Und das, in dem Fall empfinde ich es auch nicht als Cheaten. Und dann würde ich gerne nochmal den Angriff mit dem Bogenschützen machen. Jetzt nehmen wir diesen Phalangiten, packen ihn hierher, töten den Speerkämpfer, ziehen den Streitwagen zurück, hierhin, die ganzen, na? Ah, okay. Die ganzen Fernkampfeinheiten bewegen. So. Dann nehme ich gerne den schweren Streitwagen jetzt. Wir können jetzt hier hinfahren. Und hier 14 Schaden machen. So, hat der Streitwagen das Aufreiben? Hat er. Aber das bringt uns nichts, weil wir keine zweite Einheit zum Angreifen haben. Okay. Hier sehe ich, können wir eine Beförderung machen. Aber dafür brauchen wir. Darf er nicht angegriffen haben. Und dafür müssen wir jetzt darauf hoffen, dass der Phalangit überlebt. Okay. Was weiterhin hier auffällt, in Alexandria selbst steht keine Einheit aktuell drin. Das steht nur ein Schiff drin. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier hinten noch diesen Bogenschützen. Ziehen den vor. Können wir 7 Schaden. Einen Schaden hier hinten machen. Oh Gott. Aber ich will den Bogenschützen vernichten. Was macht denn der Bogenschütze für Schaden? Macht der andere denn 18 Schaden? Hat er so viel Crit oder? Nee, Crit wird da nicht eingerechnet in dem Schaden. Weil der macht nur 7 Schaden. Da hinten an dem Milizsoldaten. Und an dem Bogenschützen macht er nur 4. Und der macht 7 Schaden an dem Bogenschützen. Wir könnten jetzt mit dem Phalangiten 8. Mit dem Streitwagen, schweren Streitwagen 4. Das sind 12. Hat aber volle Leben. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Bogenschützen. Der muss auf jeden Fall angreifen. Einmal hier bitte. 7 Schaden. Und jetzt müssten. Ne, 12 reichen jetzt immer noch nicht. Ach, das ist so blöd. Dann brauchen wir sogar zweimal Bogenschützen. 7. Ach nee, der hat schon angegriffen. Nee, ich erinnere mich. Jetzt hier 4 Schaden. Und 4 Angriffe jetzt auf den Bogenschützen. Das ist notwendig. Okay. Damit ist aber seine beste Einheit weg. Seine zweitbeste. Oh, jetzt können wir doch noch einen zweiten Angriff machen hier. Weil wir natürlich jetzt vorgerückt sind.
Wollen wir mit dem Phalangiten... Ach nee, können wir nicht. Wir haben angegriffen. Die Miliz hier unten. Machen wir mit dem Elefanten. Ja. Ah, das sieht cool aus, wie der sich bewegt. Lösen da wieder eine Panik aus. Der ist betäubt. Der kann noch angreifen. Ah, und dann können wir diesen Miliz auch töten mit dem zweiten Angriff von einem schweren Streitwagen. Nämlich hier 14 Punkte Schaden. Nein, nicht ganz. Das sind ja nur 5 Punkte Schaden. Na gut. Aber dann ist er fast tot. Okay. Der Coinkrieger kann da 11 und da 7. Der da 13 und 9. Schieben wir dich dahin. Dich dahin und dann werden wir den töten. So, haben wir hier noch irgendwas jetzt? Ja, wir haben noch einen Phalangiten. Den wir aber nicht mehr sinnvoll einsetzen können. Ah, das hätte ich vorher beachten müssen. Wir haben nichts mehr in Reichweite. So. Euch haben wir bewegt. Die müssen stehen bleiben. Die machen noch die Eroberung von der Stadt. Da muss immer eine Militäreinheit drinstehen. So, ich würde jetzt gerne die Schiffe, die wir haben, auch noch mit offensiv einsetzen. Denn wir werden Alexandria angreifen müssen. Ich würde gerne Alexandria erobern. Und das würde ich auch gerne von See aus machen. Ich habe gesehen, 2 Schiffe erreichen Alexandria auch schon. Die beiden hier. Ich muss mal ganz kurz überlegen, ob wir noch irgendeine Militäreinheit rüber bewegen wollen. Wie wäre es noch mit einem Onager? Wobei der fast auch zu spät kommt. Aber wir schieben den noch mal rüber. Denn wenn wir die Schiffe wegbewegen, dann können wir nichts mehr rüber bewegen. Zumindest mal vorübergehend. Hier die Bogenschützeneinheit finde ich noch sinnvoll. Fernkampfangriffe sind immer gut. Und vielleicht noch eine Nahkampfeinheit, denn viele unserer Nahkampfeinheiten sind angeschlagen. Und dann würde ich sagen, war es das aber schon. 16 Befehle haben wir noch. So, die beiden können wir nämlich bis nach Alexandria bewegen hier. Du kommst bis hierhin. Du kommst bis dorthin. Die andere Einheit reicht leider nicht so weit. Die hat nur eine Bewegungsreichweite bis hier. Und vor allen Dingen haben wir die noch nicht zur Trireme aufgerüstet. Und das wollte ich jetzt eigentlich machen, aber wir können es nicht. Ach, weil wir keine Ausbildung mehr haben dafür. Okay, das ist schade. Ja, wir haben, kriegen aktuell nicht so wirklich viel Ausbildung, weil wir viele Militäreinheiten immer noch ausbilden. Aktuell noch 5 in der Warteschlange. Das kostet Ausbildung. Na gut. So, dann führen wir aber auf jeden Fall noch ein paar Angriffe hier auf Alexandria durch. Und dann würden wir dann auch in der nächsten Runde mit weiteren Angriffen dann aus der von Land anfangen. So, dann haben wir noch 4 Befehle. In Ägypten selbst können wir nichts mehr weiter bewegen, denke ich. Den Elefanten hatten wir auch eingesetzt. Ne, genau. So, haben wir noch irgendwelche Städte, die gebaut haben? Ja, Thomas. Das hat er gebaut, ein Hoplit sogar. Hui.
Und dann würde ich sagen, jetzt ist er ja vermutlich völlig wurscht, was wir bauen. Ich würde noch einen Jünger des Zoroastrismus bauen. So, haben wir noch eine Stadt? Ja, hier oben, Elinzi. Ja. Oh, komm, noch ein Fallensteller. Und Panticapium auch noch. Akolytenlehrling. So, hätten wir noch 4 Befehle, dann würde ich den Hopliten, den wir eben gebaut haben, nach Lipolis verschieben. Damit wir ihn, wenn wir ihn brauchen, zum Phalangiten updaten können. Kostet aber 160 Ausbildung. Müssen wir mal gucken, ob wir das Geld irgendwann haben. Gut, dann sind wir durch. Haben einen Befehl übrig. Wir haben tatsächlich 65 Befehle gehabt, mal in einer Runde. Und dann würde ich sagen... Oh, ich habe mich schon verklickt. Aber dann sind wir schon durch mit der Runde. Okay. Ja, das Einzige, was uns jetzt noch tatsächlich zwischenkommen kann, ist tatsächlich, wenn Rom, Persen oder Hatti sich einfallen lassen würden, uns zu überfallen. Das wundert mich ja sowieso, dass sie jetzt uns zugucken beim Punkte sammeln und gar nichts tun. Da hätte ich tatsächlich anderes erwartet. Und hätte sich zum Beispiel Rom einfallen lassen, uns zu überfallen, das wäre noch richtig problematisch geworden. Denn dann hätten wir die Städte verteidigen müssen, die wir haben, um die Punkte zu behalten, die wir aus denen haben. So, die Einheiten ziehen sich hier weiter zurück. Viel weiter zurück können sie aber nicht. Da ist ein hattisches Gebiet schon. Ja, okay, versucht jetzt natürlich seine Einheiten zu behalten und sie nicht zu opfern. Aber er scheint zumindest mal die Militäreinheit nach Alexandria reingeschoben zu haben. So, Matriarchin Philina, die Stadthalterin von Knossos, hat Fieber und ist krank. Und ein General von unserem Langbogenschützen ist auch krank. Prinz Orestes, das ist unser Erbe, verliert einen Mut. Unsere Schwester hat das Heidentum angenommen. Okay. Interreligiöser Dialog. Heiden aus Griechenland und Juden haben in Gilonos freundschaftliche Beziehungen zueinander aufgebaut. Sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr gut. Erst kürzlich wurde in einem Tempel des Heidentums eine gemeinsame Gebetsstunde für beide Religionen abgehalten. Und die Schulen des Judentums haben Vertreter der Heiden aus Griechenland eingeladen, um mehr über ihren Glauben zu erfahren. Ah, Gilonos ist mächtig geworden, wie angesprochen. Eine solche Zusammenarbeit könnte uns lehren, besser zu regieren. Ja, 800 Stadtkapital. Oder Meinung bei den Heiden und den Juden. Ja, machen wir das mal, würde ich sagen. Okay, unsere Gemahlin, die Stadthalterin von Philippolis, können wir befördern. Recht schaffen, 2 Zufriedenheit pro Jahr. Oder 2 Ausbildungen. Oder 1 Befehl im Jahr. Wir nehmen den Befehl. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter in Ägypten. Heilen können wir ja leider immer noch nicht. Deshalb werden wir den Streitwagen erstmal hier stehen lassen. Die ganzen Einheiten, die wir letzte Runde hier runter bewegt hatten, müssen wir auf jeden Fall nach vorne bewegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir die Onaga richtig einsetzen. Können wir von hier Alexandria beschießen? Ja. Okay, dann müssten wir... Aber die Balliste, die kann ja nur ein Feld weit schießen. Okay. Die müssen wir auf jeden Fall an Alexandria rankriegen. Dann würde ich sagen, bewegen wir den Phalangiten. Den bewegen wir mal an Memphis ran. Hier kommt ein Krieger im Übrigen. Was für ein Phalangit macht einem Krieger nur einen Trefferpunkt Schaden? Warum das denn?
Ach, weil der in der Stadt drin steht. Ja, natürlich. Ach so, und Moment, was hatte ich denn eigentlich reingeschoben? Im Milizsoldaten, okay. Okay, dann fangen wir mal an, Memphis zu belagern mit Nahkampfeinheiten. Du kommst dahin. Du kommst dahin und du hast noch befördert. Fokus. Na. So, die Keulenkrieger bewegen sich hier rum. Der Elefant. Dahin. Okay, damit ist Memphis umstellt. Der Phalangit kommt dahin. Die Balliste dorthin. Der Onager dahin. Der Onager dahin. Dann machen wir euch in Feuerstellung, bitte. Dann können wir nächste Runde feuern. So, dann haben wir hier drei Bogenschützen. Der neue Bogenschütze, den wir verlegt hatten, der kommt allerdings nicht in Reichweite. Ja. Okay, dann erstmal nur bis dorthin. Hier haben wir noch einen Onager für die nächste Runde dann. Dieser Phalangit. Ja, dahin. Dahin. Von da aus brauchen wir dich nicht in Vollstellung bringen. Der Keulenkrieger auch bitte vorrücken. Du wurdest bewegt. Okay, dann können wir jetzt anfangen auf Memphis zu schießen. Erstmal mit der Balliste einmal. Dann die ganzen Fernkämpfer. Jetzt die Schiffe. Und jetzt die zwei Landeinheiten. Okay, der Überläufer. Irgendwas ist passiert. Mitten im laufenden Kampf wurde Generalin Bilistisch von einer Offizierin aus Griechenland, Tausret, aufgesucht. Die Kriegerin wollte nicht kämpfen und warf der Generälin stattdessen ihre Waffe zu Füßen und ließ sich in Gewahrsam nehmen. Was? Feigheit in den griechischen Reihen? Bei der Befragung der Offizierin nach der Schlacht berichtet Bilistisch, dass diese behauptet hätte, eine Überläuferin des griechischen Heidentums zu sein und lieber für eine Nation zu kämpfen, die ihrem Glauben folgt, als für ihr Heimatland. Ach nein, die ist eine... Nee, was? Bilistisch zweifelt an der Geschichte, wird sich aber eurer Entscheidung beugen, was mit dem Überläufer geschehen soll. Das ist eine Offizierin aus Griechenland, die in Ägypten für Ägypten gekämpft hat. Verstehe ich das richtig? Sie ist aber aus Ägypten. 100% aus Ägypten. Ich glaube, da ist irgendein Bug in dem Event. Weil hier steht eine Offizierin aus Griechenland, aber das ist ein, die hat einfach nur die Religion des griechischen Heidentums, ist aber aus Ägypten und ist deswegen zu uns übergelaufen. Okay, verstehe. Jetzt habe ich verstanden. So, die Warnungen von Generalin Bilistisch ignorieren und den Überläufer willkommen heißen. Das würde heißen, Bilistisch ist dann enttäuscht von uns, dafür bekommen wir einen neuen Hofsoldaten. Oder wir können sie der Spionage beschuldigen. Nö, wir ignorieren die und vielleicht kriegen wir noch einen General dazu, den wir zwar nicht einsetzen können, aber wohl doch. Wir können hier den
Dann geht jetzt ein General noch hinzufügen. Die können jetzt erstmal... Moment, die könnten doch schon angreifen. Die machen halt nur einen Schaden. Das reicht nicht mit diesen Einheiten. Nee, dann weisen wir hier einen General zu. Die 100 Ausbildungspunkte haben wir noch. Sie ist nämlich auch Strategin und führt deswegen Nahkampfangriffe auch aus, wenn sie angegriffen wird. Und hat ja super Werte. Ja. Hier ist aber auch noch eine gute... ach hier, unsere Herzogin, unsere Nichte ist das doch, oder? Genau, die dritte Erbfolgerin. Die müssen wir auch noch zum General machen. Aber das können wir als nächste Runde machen. So, hier haben wir es aber alle angegriffen, glaube ich. Ja. Dann sind wir eigentlich schon durch. Das Schiff können wir leider weiterhin nicht zur Trireme verbessern. Da fehlen uns auch die Ausbildungspunkte dafür. Okay, Knossos hat was gebaut. Akolytenlehrling. Ja, dann macht den noch zum Meisterakolyt. Dann haben wir 33 Befehle offen. Viel jetzt investieren mit dem mit den Arbeitern. Könnte man natürlich noch weiter ausbauen, aber ich verzichte mal drauf. Den Jünger könnten wir allerdings noch einsetzen. Im Übrigen, die jüdische Kathedrale sieht so aus. Das sieht doch tatsächlich durchaus auffällig aus. Im Gegensatz zu manchen der Wunder. Achso, im Übrigen, das letzte Wunder, was wir gebaut haben, da hatte ich mir gar nicht mehr angeschaut, was das überhaupt kann, was uns das gebracht hat. Ich war nur noch auf die Siegpunkte scharf. Nämlich hier das Zug Madabascha. Bringt uns Kultur und Wachstum in der Stadt selbst und Thomas. Alle Städte bekommen eine Zufriedenheit pro Luxusgut. Das hat uns 11 Zufriedenheit gebracht. Und generiert eine Karawane alle 5 Jahre. Okay. Ja, dann sind wir durch. Kriegen dann ein bisschen Geld für die 33 Befehle. Ansonsten fällt mir nichts weiter auf. Persen hat 55 Siegpunkte, wir 61. Ja. Dann gehen wir in die nächste Runde. Wir haben schon 10.000 Gold übrigens gerade. Okay. Können wir noch ein Wunder bauen? Mit Ausnahme der Heliopolis. Kann ja sein, dass da irgendwas dazu kam. Durch Forschung oder so. Aber leider nicht, nein. Okay, gut. Dann nächste Runde bitte. Persen hatte nur eine einstellige Anzahl von Befehlen. Was machen die denn? So, Ägypten. Zieht sich weiter zurück. Die haben sich sogar nach Hatti zurückgezogen. So. Die Einheiten kommen allerdings jetzt zum Angriff. Oh, und ein ägyptisches Schiff schaut sich da um. Okay. So, General Attalos von Byzanz ist dafür bekannt, die Götter vorsätzlich zu missachten, wie gottlos. Okay, er hat einen General gottlos bekommen und erhält dafür Chance, Religionsoberhaupt zu werden. Diverse Ansehensgewinne und Verluste bei anderen Eigenschaften. Okay, Matriarchin Philina ist nicht mehr krank und auch unser General Saul ist nicht mehr krank. Dafür ist ein General eines Phalangiten im Kampf gefallen. Der war schon 54, vermutlich einfach gestorben. Ich vermute mal, es war kein Anschlag oder so.
Unsere Kanzlerin ist konvertiert und hat das Heidentum angenommen. Und Herzogin Eurydike, die wir noch zum General machen wollten eben, ist zum Oberhaupt der Argeaden geworden. Okay. So, religiöse Intervention. Matriarchin Philina, die Jüngere, hat das Gefühl, dass der Fanatismus von dem General Saul in Bezug auf das Heidentum in letzter Zeit abgenommen hat. Sie würde gerne in eurem Namen bei General Saul Fürsprache halten, um eure Beziehung zu ihm verbessern. Wollt ihr, dass Philina eine Intervention für euch durchführt? Ja, der General ist verärgert, der ist Fanatiker und der hatte uns schon mal angeboten, ich glaube in Odessa, die ganzen Christen abzuschlachten, was wir ihm verboten hatten, aus naheliegenden Gründen. Waren es die Juden? Ich weiß nicht, irgendeine andere Religion als die Heiden wollte abschlachten. Ja, soll sie mal intervenieren. Wir werden uns zwar kein Stück auf ihn zubewegen, aber vielleicht eher ja auf uns. Schauen wir mal. So, Zeitalter der Expansion. Unsere Nation platzt aus allen Nähten. Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. In der gesamten Geschichte Griechenlands ist die Bevölkerungszahl noch nie so explosionsartig angewachsen wie jetzt. Ungewaschene Massen drängen sich in unseren Städten. Die Nachfrage steigt unaufhörlich, genau wie die Korruption. Unsere fernen Kolonien versorgen unsere Gründungsstädte, aber selbst dieser Rohstoffstrom reicht nicht immer aus. Manchmal müssen wir Ressourcen von anderen Nationen kaufen, um die Nachfrage unserer Bevölkerung zu decken. Was können wir tun, um diese Wachstumsschmerzen zu lindern? Das Event bekommen wir, weil wir Kolonialismus als Gesetz aktiv haben. Wir müssen unsere Städte und deren Grenzen erweitern, um unseren Bürgern einen Lebensraum bieten zu können. Irgendwoher habe ich das schon mal gehört. Wir werden einen neuen Befehl bekommen. Einen Bürger in Pella verlieren, aber 5 Grenzfelder dazu bekommen in Pella. Geht das überhaupt? Da ist doch Rom noch da. Das ist doch voll besetzt hier alles. Ja, nicht ganz. Hier sind noch 3 Felder offen übrig. Oder? Nee, das ist doch uns. Zu welcher Stadt gehört das? Warum ist hier eine Grenze? Ein Bürger in Athen verlieren und Felder dazu bekommen. Und in Pandicapium auch. Dafür bekommen wir einen Mut und mehr Ausbildung. Oder wir müssen die Masse bewaffnen und Krieg führen, um unser Land zu erobern. Das würden 780 Eisen verlieren. Aber ein Keulenkrieger, eine Dromone, 2 Dromonen bekommen. Das sind Schiffe. Die würden uns vielleicht bei den Angriffen auf Alexandria sogar noch helfen. Oder wir müssen uns weiterentwickeln und alles daran setzen, das Leben der Leute zu verbessern. Kommen eine zufällige Technologie und 80 Zufriedenheit in Pella, Athen und Pantikapium. Ach ja, machen wir das. Nimm die Zufriedenheit. Und wir kommen noch die Technologie Rosshornisch. Okay. So, jetzt aber nochmal in Ägypten vorbeischauen. Hier haben wir immer noch nichts erobert. Da brauchen wir weiterhin eine Runde. Okay. So, jetzt die Angriffe auf Alexandria. Hier die Onaga bitte. Wir machen alleine 8 Schaden. Die Balliste nochmal 3 sind 11 Schaden alleine durch die Belagerungseinheiten. So. Jetzt haben wir noch 5 Lebenspunkte. Jetzt 4. Ja. So, können wir mit einem eine Angriff von einer Landeinheit, dachte ich, macht einen Schadenspunkt, aber hier scheinen wir schon was zu erobern. Kommen wir jetzt schon in die Stadt rein? Tatsache. Okay, gut. Damit ist das abgeschlossen. Und dann können wir die neuen Fernkampfeinheiten direkt steuern in die Richtung Memphis.
Und auch schon mal diesen Bogenschützen. Der hat angegriffen. Der Anhänger kommt in die Richtung. Alle anderen haben angegriffen. Hier wollten wir unsere Nichte noch zur Generalin machen, aber wir haben dafür nicht die Ausbildung, leider. Okay, dann können hier alle Einheiten angreifen. So, und dann würde Ägypten nur noch diese Stadt haben, Theben. Ja. Ich würde sagen, wenn wir die, wenn wir Memphis dann besetzt haben, dann bleiben wir einfach stehen und versuchen dann das Ende des Spiels herbeizuführen. Und jetzt sind wir bei 36 Minuten Durchlauf für diese Folge. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Es tut mir sehr leid. Müsst ihr euch nach einem Tag gedulden, ob die Rechnung jetzt hier aufgeht oder ob Rom nicht doch noch was macht. Gut, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.